Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Anfängerguide zu Final Fantasy XIV. Heute wollen wir die Frage klären, welche Rasse ist denn die beste für mich und welche Klasse sollte ich zum Anfang spielen? Zuallererst wollen wir uns den Rassen widmen. Und da sei zu Anfang an gesagt, es ist vollkommen egal, welche Rasse ihr wählt. Es gibt keine ausschlaggebenden Charakter- bzw. Rassenboni, die ihr beachten solltet oder müsst. Es geht wirklich um euren Geschmack und euren Willen, wie ihr euch am liebsten darstellen möchtet. Und ja, da gehen wir jetzt einmal durch. Hier sehen wir auch schon die erste Rasse, den Juran. Den Juran können wir als männlich oder als weiblich nehmen. Es ist der klassische Mensch, würde ich jetzt sagen. Und was auch immer wichtig zu wissen ist oder vielleicht auch gut zu wissen ist, wir können im Prinzip zu jeder Rasse auch noch eine Art Untergruppe nehmen hier, ne? Wiesländer, Hochländer. Man sieht schon auch hier, verändert sich dann Statur zum Beispiel oder auch das Gesicht ein bisschen. Also man hat hier schon individuell ein paar Möglichkeiten, sich den Charakter so gestalten, wie man das möchte. Und hier links sieht man auch die Attribute zu Beginn des Spiels. Aber wie eingangs schon gesagt, vollkommen irrelevant für das Endgame, fürs weitere Spiel, vollkommen egal. Nimmt das, worauf ihr Lust habt. Gehen wir zur nächsten Rasse, die Elysen. Auch die Elysen können wir als männliche oder weibliche Form nehmen. Auch hier gibt es wieder Untergruppen, ne? Erdschatten und Dunkelalben. Also auch das können wir uns aussuchen, wie wir möchten. Die nächsten sind die kleinen Lalafels. Sehr, sehr süße Geschöpfe, ne? Sehr, sehr beliebt tatsächlich. Ja, kleine Chibi-Figuren sozusagen, spielbare Chibi-Figuren. Auch hier männlich oder weiblich möglich, natürlich. Und ja, auch hier gibt es Untergruppen, die Halblinge und die Sandlinge. Na, kann man hier auch schön auswählen. Als nächstes haben wir dann die Katzen. Auch männlich oder weiblich, die Mikoti mit Katzenohren, also unsere Kätzchen hier in-game. Auch hier gibt es dann nochmal Mondstreuner oder Goldtatzen. Also auch hier kann man sich schön austoben. Auch eine sehr beliebte Klasse. Rasse, Entschuldigung, natürlich. Genau, und als nächstes haben wir dann die Rögerdin. Rögerdin, sehr wuchtige Gestalten, wie man hier sieht, sehr bullige. Auch hier haben wir die Möglichkeiten, Seewolf oder die Lorengarde zu nehmen. Also auch hier genug Auswahlmöglichkeiten. Das sind jetzt die fünf Rassen, die man zu Anfang an zu Realm Reborn nehmen kann. Also zwischen denen hier könnt ihr auf jeden Fall entscheiden. Vor allem auch, wenn ihr euch für den Free Trial zuerst entscheidet. Was zum Free Trial auch noch wählbar sein sollte, sind die Aura. Die wurden mit dem Add-on Heavensward eingepatcht. Die kann man auch weiblich und männlich nutzen. Und auch hier gibt es dann nochmal die Rhaen oder Rhaen und Xaela oder Xaela als Variante. Und jetzt kommen wir zu zwei Rassen, die etwas spezieller sind. Die zwei Rassen wurden mit Shadowbringers eingeführt. Und hier ist es auch so, dass wir die Hroska und die Viera haben. Aber wie wir hier schon sehen, gibt es jeweils die Viera aktuell zumindest nur als weibliche Darstellung und die Hroska nur als männliche Darstellung. Mit Endwalker wird sich das ändern. Das heißt, mit Endwalker, was wir auf jeden Fall schon wissen, ist eine männliche Viera-Form, die wir dazu bekommen, was sehr, sehr schön ist, was mir sehr gefällt. Aber auch die weiblichen Hroska sollen früher oder später dazukommen. Wann genau, weiß man noch nicht. Aber sie kommen. Zu Hroska selber, auch hier haben wir wieder die Möglichkeit, die Losgesagten und die Helions zu nehmen. Also auch hier zwei Möglichkeiten. Und bei den Viera natürlich auch zwischen zwei Stämmen wählbar. So können wir oder könnt ihr euch hier durcharbeiten, das nehmen, wo ihr euch am wohlsten fühlt, was euch am besten gefällt. Und ja, weiter geht's mit den Klassen. Bevor wir aber mit der Charaktererstellung jetzt an dieser Stelle weitermachen, möchte ich einen groben Überblick über die Vielfalt an Klassen geben, die es aktuell in Final Fantasy XIV gibt.
Fangen wir mit den Tank-Klassen an. Die Tank-Klasse, unser Verteidiger, ist der, der an vorderster Front steht und alle Schläge einsteckt. Wir haben hier 4 Stück zur Auswahl. Wir können den Paladin spielen, den Krieger, den Dunkelritter oder die Revolverklinge. Wer einen Heiler spielen möchte, also der, der sich um alle anderen kümmert, die Schläge einstecken dürfen, hat aktuell die Möglichkeit aus 3 Klassen. Einmal den Weißmagier, einmal den Gelehrten und einmal den Astrologen. An dieser Stelle kann ich nur sagen, es wird mit Endwalker einen 4., den Weisen, geben. Und dann gibt es natürlich auch noch die, die Schaden austeilen dürfen. Die teilen sich allerdings bei Final Fantasy XIV in 3 Obergruppen ein. Es gibt die Nahkämpfer, die Fernkämpfer und es gibt die magische Fernkämpfer. Bei den Nahkampf-DDs haben wir aktuell 4 Auswahlmöglichkeiten. Das ist einmal der Mönch, der Dragoon, der Ninja und der Samurai. Auch hier gibt es mit Endwalker eine weitere Klasse, den Schnitter. Als physischen Fernkampf-DD können wir einen Barden, einen Machinisten oder einen Tänzer auswählen. Wer aber eher die magische DDs vertreten möchte, hat die Möglichkeit, einen Schwarzmagier, einen Beschwörer oder einen Rotmagier zu wählen. Es gibt auch einen Blaumagier, aber den klammern wir an dieser Stelle ein bisschen aus. Ich erkläre später warum. Aber Nimral, bei dieser Klassenvielfalt, welche Klasse soll ich jetzt am Anfang spielen? Auch hierzu möchte ich euch natürlich eine Empfehlung auf den Weg geben. Wir schauen einmal dazu wieder in die Klassenauswahl hier rein. Wir sehen hier rechts schon, es gibt die Disziplinen der Krieger und die Disziplinen der Magier. Und wir sehen jetzt auf diesen Blick auch schon, auf den ersten Blick, okay, von allen Klassen, die ich aktuell genannt habe, ist keine dabei. Das hat einen einfachen Grund. Bei Final Fantasy XIV gibt es eigentlich den Unterschied zwischen einer Klasse und einer Rolle. Die Klassen, die ich jetzt aktuell als Klassen bezeichnet habe, sind eigentlich unsere Rollen. Das sind die, die am Ende auch genutzt werden und auch bespielt werden. Und die Klassen im klassischen Sinne sind die, die wir hier sehen. Das ist das System, was Final Fantasy XIV ursprünglich eingeführt hat. Man hat erst eine Klasse gewählt und wurde dann später zu einem anderen Job oder einer Rolle ausgebildet während der Story. Ist ein bisschen verwirrend an dieser Stelle. Aber da möchte ich euch eben natürlich den Einblick geben. Also fangen wir einfach mal mit den Tanks an. Wenn ihr einen Paladin spielen wollt, dann nehmt ihr den Gladiator, weil der die Vorstufe zum Paladin ist. Das gleiche verhält sich bei dem Krieger. Hier haben wir den Marodeur als Vorstufe. Wenn ihr allerdings den Dunkelritter oder die Revolverklinge spielen wollt, dann wird das Ganze natürlich ein bisschen komplizierter. Den Dunkelritter könnt ihr nämlich nur dann spielen, wenn ihr ein paar Punkte erfüllt habt. Ihr müsst die Aram Reborn Story komplett gespielt haben. Ihr müsst die Erweiterung Heavensward haben, also im Free Trial natürlich mit dabei. Ihr müsst Level 50 erreicht haben. Und wenn ihr die Sachen geschafft habt, dann könnt ihr die Quest zum Dunkelritter nutzen, der aber dann mit Level 30 anfängt. Das heißt, ihr müsst ein bisschen nachleveln. Das ist an dieser Stelle nicht ganz so schön gelöst. Aber wenn man den Dunkelritter spielen möchte, ist das leider die einzige Möglichkeit, das so zu machen. Und hier ist auch die Empfehlung, wenn ihr für später Dunkelritter spielen wollt, nehmt auf jeden Fall den Gladiator oder den Marodeur, weil ihr dann einfach schon eine Tank-Klasse seid oder habt und es dann später einfach leichter habt, auch was die Ausrüstung betrifft. Bei der Revolverklinge verhält es sich ähnlich. Ihr müsst hier die Erweiterung Shadowbringers haben, ihr braucht Level 60. Aber an dieser Stelle müsst ihr die Story nicht so weit gespielt haben. Das heißt, es reicht Level 60 zu sein, dann könnt ihr die Quest annehmen und zur Revolverklinge werden. Auch hier die Empfehlung, nehmt am Anfang trotzdem Gladiator oder Marodeur, damit ihr einfach in die Rolle des Tanks schon hineinschlüpfen könnt und auch die passende Ausrüstung zu dem Level habt. Das Schöne an dieser Stelle, die Revolverklinge fängt dann auch mit Level 60 an. Das heißt, ihr könnt im Progress gleich weitermachen. Wenn ihr allerdings einen Heiler spielen wollt, dann kann ich euch empfehlen, einen Druiden zu nehmen, wenn ihr zum Weißmagier werden wollt. Hier haben wir nämlich die Vorstufe zum Weißmagier. Oder aber, wenn ihr einen Gelehrten spielen wollt, dann müsst ihr den Hermetiker nehmen. Der Hermetiker ist eine bisschen speziellere Klasse. Ich erzähle euch später auch hier, warum.
Wenn ihr allerdings Astrologe werden wollt, dann verhält sich das genauso wie beim Dunkelritter. Das heißt, A Realm Reborn Story muss beendet sein, ihr müsst Level 50 sein und der Astrologe fängt auch hier mit Level 30 an. Das heißt, auch hier müsst ihr nachleveln. Empfehlung auch hier trotzdem, nehmt den Hermetiker oder den Druiden, damit ihr wie bei den Tanks einfach schon mal Ausrüstung und Rolle kennengelernt habt. Wenn euch allerdings der Weise aus dem neuen Addon Endwalker gefällt und den spielen möchtet, dann habe ich auch hier die Empfehlung, den Druiden oder den Hermetiker zu nehmen, weil auch die wieder die Klasse oder die Klassenausrüstung haben, die passend zu dem Weisen sind. Der Weise wird wahrscheinlich, wäre jetzt meine Prediction, mit Level 70 anfangen. Das heißt, ihr müsst wahrscheinlich Level 70 sein, um die Quest anzunehmen. Und ihr müsst natürlich das neue Addon haben. Und wenn wir das so uns angucken, was in den letzten Addons passiert ist, wird der Weise wahrscheinlich dann auch mit Level 70 anfangen zu leveln. Und damit ihr hier auch gleich den Progress mitnehmen könnt. Kommen wir zu den Nahkampf-DDs. Wenn ihr Mönch werden wollt, dann nehmt ihr den Faustkämpfer. Hier haben wir die Vorstufe davon. Wenn ihr Dragoon werden wollt, dann nehmt ihr den Pikenier. Wenn ihr Ninja werden wollt, dann müsst ihr mit einer beliebigen Klasse Level 10 werden. Das ist nämlich eine Klasse, die mit A Realm Reborn eingepatcht worden ist im Nachhinein. Und mit Level 10 könnt ihr dann die Quest zum Schurken annehmen, der dann später zum Ninja wird. Was ich jetzt noch nicht erwähnt habe, es gibt verschiedene Anfangszonen, die man wählen kann. Wenn man zum Schurken oder zum Ninja werden möchte, sollte man meiner Empfehlung nach in Limsa Luminsa anfangen. Das heißt, ihr solltet entweder den Hermetiker oder den Marodeur nehmen, damit ihr schnellstmöglich zum Ninja oder beziehungsweise zum Schurken werden könnt. Wenn euch die Klasse Samurai gefällt, dann ist die Empfehlung, den Faustkämpfer zu nehmen. Es ist die Frage, warum Faustkämpfer? Die zwei Klassen ähneln sich ja fast gar nicht. Das ist richtig, aber worin sie sich ähneln, ist die Ausrüstung tatsächlich. Sie teilen sich eine Ausrüstungsart, der Faustkämpfer bzw. der Mönch und der Samurai. Für den Samurai müsst ihr das Add-on Stormblood besitzen und ihr müsst Level 50 sein. Die Story muss nicht so weit abgeschlossen sein, wichtig ist wirklich nur das Level. Mit Level 50 nehmt ihr die Quest an, werdet zum Samurai und könnt dann mit dem gleichen Gear, was ihr mit dem Mönch bis dahin erspielt haben, weiterspielen. Kommen wir nun zur zweiten Klasse, die im Endwalker Add-on vorgestellt wurde und auch eingepatcht wird, den Schnitter. Der Schnitter verhält sich ähnlich wie der Samurai, nur dass er sich die Ausrüstung mit dem Dragoon teilt. Das heißt, auch hier müsst ihr oder solltet ihr vielleicht den Pikenier am Anfang wählen, damit ihr dann später die Ausrüstung habt. Ihr müsst hierzu das Addon Endwalker besitzen und ihr müsst voraussichtlich Level 70 sein, um die Quest annehmen zu können. Und ich gehe auch davon aus, dass ab Level 70 gelevelt werden kann. Das heißt, ihr könnt mit Level 70 die Ausrüstung gleich übernehmen. Bei den Fernkampf-DDs gibt es tatsächlich am Anfang nicht viele Möglichkeiten. Wenn ihr der Barde werden wollt, dann habt ihr die Möglichkeit, Waldläufer zu werden. Bei den anderen zwei Klassen haben wir tatsächlich keine andere Möglichkeit. Das heißt, egal ob ihr der Tänzer oder aber auch der Machinist werden wollt, nehmt am Anfang den Waldläufer. Bei dem Machinisten ist noch wichtig zu wissen, dass es sich ähnlich wie beim Astrologen oder beim Dunkelritter verhält. Das heißt, ihr braucht Heavensward, ihr müsst die A Realm Reborn Story abgeschlossen haben, ihr müsst Level 50 sein. Und der Machinist fängt dann mit Level 30 das Leveln an, also müsst hier leider etwas nachleveln. Der Tänzer wurde wie die Revolverklinge mit dem Add-on Shadowbringers eingeführt. Das heißt, ihr müsst das Add-on besitzen, das Add-on Shadowbringers. Ihr müsst Level 60 sein, und aber die Story nicht abgeschlossen haben. Ihr könnt mit Level 60 direkt weitermachen, die Quest annehmen, zum Tänzer werden und mit der Ausrüstung vom Waldläufer oder vom Baden gleich weitermachen. Kommen wir zu den letzten Klassen, den magischen Fernkämpfer. Hier ist es auch so, wenn ihr den Schwarzmagier wählen wollt, dann müsst ihr euch hier für den Taumaturgen entscheiden. Das ist die Vorklasse zum Schwarzmagier, der in Uldar anfängt, und das wäre die Empfehlung dazu natürlich. Falls ihr Beschwörer werden wollt, haben wir ähnlich wie beim Gelehrten des Heilers den Hermetiker als Vorklasse.
Und das ist die Besonderheit, die ich vorhin angesprochen habe. Der Hermetiker kann an dieser Stelle tatsächlich zum Gelehrten, also zum Heiler oder zum Damage-Dealer, zum Beschwörer werden. Wenn ihr euch für den Rotmage entscheiden wollt, dann braucht ihr das Add-on Stormblood. Ihr müsst Level 50 sein, ähnlich wie beim Samurai. Und ihr könnt mit Level 50 dann auch gleich weiter leveln, weil hier die Ausrüstung vom Schwarzmagier oder vom Beschwörer übernommen werden kann. Das heißt, die Empfehlung hier am Anfang, nehmt den Hermetiker oder den Taumaturgen, das ist an dieser Stelle tatsächlich egal. Kommen wir nun zum Blaumagier, die Klasse, die ich am Anfang ausgeklammert habe. Das hat den Grund, weil der Blaumagier eine sogenannte beschränkte Klasse ist. Den könnt ihr so nicht für Endgame-Inhalte zum Beispiel nutzen. Ihr könnt mit dem viele andere Dinge machen. Es ist eine andere Art, die hier eingeführt worden ist von Square Enix, die schon sehr Spaß macht und sehr lustig ist. Aber es ist keine klassische DD-Tank-Heiler-Klasse. Aber das würde ich an anderer Stelle vielleicht auch genauer erklären. Ich möchte euch da hier nur sagen, man kann sich nicht von Anfang an wirklich für den Blaumagier entscheiden. Der macht hier auch gar keinen Sinn. So, und das war's auch schon mit der Klassenübersicht. Das gibt wirklich ein paar Varianten, die man sich überlegen kann. Wenn ihr euch für eine entschieden habt, dann könnt ihr auch weitergehen. Ihr könnt euch eine Stammwelt aussuchen in dem Datenzentrum, das ihr am Anfang ausgewählt habt. Wenn ihr nicht wisst, welches Datenzentrum ihr nehmen sollt, könnt ihr auch in meiner Playlist gucken. Auch dazu habe ich ein Video gemacht. Wir nehmen jetzt hier an der Stelle einfach mal Zodiac. Ihr könnt natürlich auch den Vor- und Nachnamen nutzen, ihr könnt auch zufällig einen generieren können lassen, wenn ihr das wollt. Und ja, das war es dann auch schon an dieser Stelle mit der Charaktererschaffung. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, eine kleine Übersicht zu Rassen und Klassen. Ich hoffe, ich konnte euch da ein bisschen einen Einblick geben, ein bisschen Hilfestellung geben, was ihr am besten nehmen solltet. Ich würde mich über ein Abo freuen, über ein Däumchen nach oben, einen Kommentar für Verbesserung oder auch Kritik nehme ich gerne an. Folgt mir auf Instagram, Twitter oder auch auf Twitch. Hier streame ich ab und an, auch Final Fantasy 14 natürlich, und kann euch auch live helfen, zu Fragen beantworten und so weiter und so fort. Hier bin ich gerne offen dafür. Und ja. An dieser Stelle bleibt dann nur noch zu sagen, bis zum nächsten Video und ciao, ciao.